Okay, heute mache ich mal ein Beispiel, wie man einen NFA in einen DFA umformen kann. Ne? Also Sie wissen, dass man jeden nicht deterministischen endlichen Automaten überführen kann in einen deterministischen endlichen Automaten. So, und jetzt machen wir hier mal ein Beispiel. Ich habe mir mal zu Hause hier eins überlegt. Und zwar, ja, nehmen wir mal folgenden NFA oder nicht deterministischen endlichen Automaten. Hier haben wir einen Startzustand, Q0. So, und jetzt komme ich von Q0 mit A entweder wieder in Q0 oder in Q1. So. Damit haben wir schon ein NFA, ne? Weil man nicht so genau weiß, vom Startzustand aus, wohin komme ich denn mit dem A. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und man muss dann, ja, wenn man wissen will, ob ein Wort akzeptiert wird von dem Automaten, letztlich alle Möglichkeiten in den Blick nehmen und einen gültigen Weg finden von dem Start zum Endzustand. Okay, so. Mit B komme ich in Q3. So, mit B komme ich in Q3 und Q3 ist auch tatsächlich ein Endzustand von dem Automaten. So. Von Q1 komme ich mit A nach Q0 und mit B nach Q3. So, und dann gibt es noch einen weiteren Zustand, Q2. Von Q1 komme ich mit B in Q2. Und von Q2 aus mit A wieder zu Q2 und mit A und B nach Q3. Auch hier ist wieder ein Nicht-Determinismus drin. Ne? Bei Q2 kommt es darauf an, ja, da kann ich mit dem A entweder zu Q2 gehen oder zu Q3. Auch hier, von Q1 komme ich mit B zu Q2 oder mit B zu 3. So. Und in Q3 ist es so, da komme ich mit A und B wieder in den Endzustand Q3. Okay, das ist ein nicht deterministischer endlicher Automat. Ja? So. Vielleicht nochmal formal gesprochen, was ist so ein Automat? Dann brauchen wir ja fünf verschiedene Sachen. Also erstmal braucht man ein Alphabet. Und das Alphabet, das besteht hier aus A und B. Ne? Wir haben nur zwei Buchstaben, aus denen die Wörter zusammengesetzt werden. Dann unsere Zustandsmenge Q. Wir haben hier vier Zustände, Q0, Q1, Q2 und Q3. Hoppala, das war die falsche Klammer. So. Dann brauchen wir Startzustände. Und beim NFA ist es jetzt so, da kann es mehrere Startzustände geben. Hier haben wir jetzt nur einen Startzustand. Ja, theoretisch könnte man auch mehrere Startzustände haben. Die nennen wir jetzt mal groß S. Und der Startzustand, der einzige Startzustand, den wir haben, das ist Q0. Da könnten auch noch mehr drinstehen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel auch Q2 ein Startzustand wäre, dann würde man hier noch einen Pfeil von außen reinzeichnen. Da kann man sich auch entscheiden, welchen man als Startzustand nimmt bei einem konkreten Wort. So. Dann haben wir die Überführungsfunktion Delta. So. Die könnte man jetzt extra angeben, nochmal ganz formal, aber die ist letztlich auch durch den Graphen da links angegeben. Ne? Also schreibe jetzt hier mal hin, siehe links. So. Und dann haben wir eine Menge von N-Zuständen. Und hier ist es so, hier haben wir auch nur einen N-Zustand, also haben wir letztlich eine einelementige Menge von N-Zuständen. Da ist Q3 drin. Okay, das ist unser NFA, der jetzt bestimmte Wörter erkennt. Also nehmen wir mal ein Beispiel, machen wir mal das Wort AAB. Ja? AAB wird erkannt. Und zwar kann ich jetzt überlegen, wenn ich das Wort AAB habe, schreiben wir mal hier hin als Beispiel. A, A, B. Bei dem ersten A kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt erstmal so eine Schleife laufe oder gleich zu Q1 rüber. Da gehen wir mal zu Q1 mit dem A, mit dem ersten A, dann bleibt A, B übrig. Dann kann ich hier zurück A, ne? Und dann da mit dem B in Endzustand. Ah ja, okay, das wäre ein gültiger Weg. Oder ich hätte auch Folgendes machen können, ich hätte erst die Schleife laufen können, dann A hier rüber, B runter, wäre auch ein gültiger Weg gewesen. Ja, also es gibt verschiedene Wege,
Und jetzt hier verschiedene sogar akzeptierende Pfade, wenn man so will, mit A, A, B. Ne? A, A, B oder A, A, B. So. Okay. Man hätte auch folgendermaßen laufen können, A, A, B, hier rüber, dann wäre man in Q2 gelandet, das wäre kein Endzustand gewesen. Aber beim NFA gilt ja, es muss nur mindestens einen Weg geben oder eine Zustandsfolge, mit der ich von beidem gegebenen Wort in einen Endzustand gelange. Es kann auch beliebig viele andere geben, mit denen man nicht in den Endzustand kommt, ne, bei einem gegebenen Wort. Also bei A, A, B käme ich jetzt hier mit A, A, B in einen Zustand, da ist kein Endzustand. Aber macht nichts, es gibt ja akzeptierende Wege in diesem Automaten. So. Okay, das Dumme an NFAs ist natürlich, dass sie diesen Nichtdeterminismus drin haben. Ja? Und dass es kompliziert ist festzustellen, ob denn ein Wort von dem Automaten akzeptiert wird oder nicht. Das heißt, eigentlich ist es schöner, einen DFA zu haben, einen deterministischen endlichen Automaten, bei dem man keine Entscheidungsfreiheit hat. Sondern da ist einfach klar vorgegeben, ich befinde mich in einem Zustand und mit dem Buchstaben gehst du bitte in den Zustand sowieso. Also man hat keine Wahlfreiheit und arbeitet einfach das Wort ab, ganz deterministisch und guckt, kommt ein Endzustand raus oder nicht. So, und da wurde in dem Video ein Verfahren beschrieben, wie man diesen DFA aus einem NFA herleiten kann. Wir machen es mal Schritt für Schritt. Ja? Also wir leiten uns jetzt mal so einen DFA her. Und zwar besteht der DFA ja aus allen Teilmengen von Q. Oder die Zustände sind Teilmengen von Q hier oben. Ja? Also ich habe den Zustand, mal ein Beispiel. Ich könnte jetzt alle Teilmengen von Q bilden, also die leere Menge, den Zustand mit Q0, den Zustand mit Q0 und Q1, den Zustand mit Q1 und Q2 und so weiter und so weiter. Ja, bei vier Elementen wissen wir, oder bei einer vierelementigen Menge, es gibt 16 verschiedene Teilmengen, also 2 hoch 4. 2 hoch 4 Teilmengen, und die könnten wir jetzt alle hinmalen und dann Übergänge zwischen diesen einzelnen Zuständen erstellen, ist aber ziemlich kompliziert. Ja? Insbesondere, weil dabei häufig rauskommt, dass einige dieser Kombinationen, die wir jetzt hier aufstellen, überhaupt gar nicht relevant sind. Weil diese gar nicht erreicht werden vom Startzustand aus. Das sehen wir gleich. Wir brauchen also nicht alle 16 Teilzustände, nicht alle 16 Teilmengen, sondern wir leiten uns her, welche wir brauchen, indem wir vom Startzustand ausgehen und dann sukzessive alle weiteren Zustände ermitteln. Okay, also, wir wollen jetzt den DFA machen aus dem NFA und brauchen erstmal unseren Startzustand. Und unser Startzustand ist diejenige Teilmenge aller Zustände aus Q, die Startzustände im NFA sind. Ja? Welche Startzustände haben wir im NFA? Ja? Q0, genau. Also haben wir hier jetzt einen Zustand, einen Startzustand, den bezeichnen wir als Teilmenge Q0. Dann nennen wir einfach mal so, dass die Menge besteht aus Q0, aus dem einen Element. Und das ist unser Startzustand. So. Jetzt müssen wir für diesen Startzustand angeben, in welche Zustände komme ich mit A und mit B. Also, ich habe hier eine Menge von Zuständen. Ich gucke mir alle Zustände an, die hier in dieser Menge stehen und schaue im NFA für jeden einzelnen Zustand in dieser Menge, in welche Zustände komme ich mit A. Und alle Zustände, in die ich mit A komme, die fasse ich zusammen als Zustand in meinem DFA. Also, machen wir es mal ein Beispiel, dann sieht man es immer deutlich. Ich schaue mir alle Zustände dieser Menge an, da steckt ja nur einer drin momentan, nämlich Q0. Wohin komme ich mit A? Ja? Q0 und Q1, genau. Ne? Ich komme nach Q0
oder nach Q1. Also habe ich jetzt hier einen Zustand, der heißt Q0, Q1 oder Teilmenge Q0, Q1. So. Und von dieser Teilmenge komme ich mit A in diese Teilmenge. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur in A lese und mich in Q0 befinde, könnte ich landen in Q0 oder in Q1. Ist so, ne? Dann in Q0 oder Q1. Wohin komme ich mit einem B? Von Q0 aus? Ja? Nur Q3, genau. Machen wir es mal hier so runter. Mit B komme ich nach Q3. Okay. So, jetzt haben wir diesen Zustand hier abgearbeitet. Wir wissen, wo wir mit einem A hinkommen, wir wissen, wo wir mit einem B hinkommen. Unser Alphabet ist ja wieder A und B. Und bei einem DFA muss man für jeden Buchstaben aus dem Alphabet wissen, was ist der Folgezustand. Und das haben wir jetzt abgearbeitet, also können wir zu dem nächsten gehen. Gehen wir mal zu dem hier, zu dem interessanteren. Ne? Jetzt haben wir hier eine Teilmenge Q0 und Q1. Jetzt folgende Frage. Ich betrachte jetzt jeden Zustand hier drin. Wohin kann ich gelangen von jedem dieser Zustände oder von mindestens einem dieser Zustände, die hier drin sind, mit einem Buchstaben A? Das muss ich alles zusammentragen. Wohin komme ich von Q0 aus mit einem A? Ja? Zu Q0 oder Q1? Ne? Von Q0 komme ich mit A zu Q0 oder zu Q1? Okay. Wohin komme ich von Q1 aus mit einem A? Ja? Q0. Also jetzt haben wir einmal, kommen wir nach Q0 und Q1 und von Q1 aus kommen wir nur zu Q0. Also insgesamt kommen wir wieder zu Q0, Q1, genau. Also haben wir hier eine Schleife für das A. So, das bedeutet jetzt letztlich, angenommen ich habe das Wort A, 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 also drei A's. Ja? Ich lese hier ein A und zwei A's. Das bedeutet, jetzt interpretiert, mit den drei A's komme ich in meinem NFA hier oben entweder in Q0 oder in Q1. Hier unten komme ich mit drei A's in exakt diesen Zustand. Das heißt, hier oben müsste ich eigentlich mit drei A's entweder in Q0 kommen oder in Q1. Und das stimmt auch. Ich kann mit drei A's hier oben in Q0 kommen oder zwei Runden drehen und mit dem letzten A nach Q1 wandern. Oder ich gehe diesen Weg. A, 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 komme ich auch nach Q1. Oder A, 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 bleibe ich in Q0. Das heißt, ich komme mit A, A, A hier unten in Q0 oder Q1 im NFA. Diese Zustände im DFA verraten mir also mit der Bezeichnung hier, welche Zustände mit einer bestimmten Zeichenfolge alle im NFA erreichbar wären. Das sammeln wir sozusagen in dieser Zustandsbezeichnung. Okay, jetzt haben wir das A abgearbeitet, jetzt gehen wir zum B. Wohin komme ich von Q0 aus mit dem B? Ja, Q3. Wohin, müssen wir uns merken, ne? Wohin komme ich von Q1 aus mit dem B? Q2 und Q3. Also insgesamt komme ich, wenn ich beide Zustände betrachte, entweder zu Q3 oder zu Q2 oder zu Q3, also zu Q2 oder zu Q3. Ne? Nochmal einen neuen Zustand hier. Mit B komme ich zu Q2 oder zu Q3. So. Okay. Gut, jetzt müssen wir weiterarbeiten. Nehmen wir den hier mal, ne? Q2, Q3. Wohin komme ich mit einem A? Zu? Also von Q2 aus komme ich zu Q2, genau. Oder zu Q3. Und von Q3 aus komme ich mit dem A? Zu Q3. Ja, genau, hier oben habe ich ja die Schleife. Das heißt, ich komme letztlich zu Q2 oder zu Q3 mit einem A von all diesen Zuständen aus. Ne? Da haben wir wieder so eine Schleife drin.
Wohin komme ich mit einem B? Von Q2 aus komme ich mit dem B zu Q3. Von Q3 aus komme ich mit dem B auch zu Q3. Also egal, ob ich in Q2 oder in Q3 bin, ich komme mit dem B immer zu Q3. So, jetzt müssen wir den hier noch betrachten. Da wissen wir noch nicht, wo wir hingehen mit dem A und dem B. Von Q3 aus kommen wir mit einem A. Wohin? Q3 und mit dem B auch, ne? Da bleiben wir drin. Also haben wir hier eine Schleife mit A und B. So. Jetzt wissen wir zum Beispiel, angenommen wir nehmen das Wort AAB hier oben, wieder unser Anfangsbeispiel, ne? Das lässt sich hier unten jetzt ja deterministisch abarbeiten. AAB. Das heißt, mit AAB komme ich in diesen Zustand hier. Dieser Zustand entspricht den Zuständen Q2 oder Q3 aus dem NFA. Jetzt weiß ich also, mit dem Wort AAB komme ich in dem NFA entweder in den Zustand Q2 oder in den Zustand Q3. Ich weiß aber, Q3 ist ein Endzustand. Also ist ja dieser Zustand hier unten auch akzeptierend, weil ich im NFA mit Wörtern, die hier landen, in einen Zustand komme, der ein Endzustand ist. Genauso hier. Ich muss hier unten jetzt alle Zustände zu Endzuständen machen, die irgendeinen Zustand von dem NFA hier drin enthalten, der ein Endzustand war. Also hier oben habe ich Q3 Endzustand, also müssen hier unten alle Zustände umklingelt sein, in denen Q3 drin steckt, weil ich potenziell dorthin gelangen kann im NFA mit einem Wort, wenn ich in diesem Zustand lande. Ja? So, das ist jetzt offensichtlich ein DFA. Es ist eindeutig, mit welchem Buchstaben ich von welchem Zustand aus in welchen Folgezustand komme. Es sind keine weiteren Zustände notwendig. Also ich hätte jetzt nicht alle 16 Kombinationsmöglichkeiten hier unten hinschreiben müssen von Q0, Q1, Q2 und Q3. Denn ich komme von dem Startzustand nur in diese drei weiteren. Also die Tatsache, dass ich mich vom Startzustand aus durchgehangelt habe, erspart es mir, unnötige Zustände zu betrachten. So, weil ich beispielsweise in den Zustand Q1, Q2, also die Teilmenge Q1, Q2, überhaupt nicht kommen kann. Die Kombinationsmöglichkeit gibt es gar nicht, in meinem Fall. Okay, jetzt muss man noch gucken, hier, wenn wir es formal noch aufschreiben wollen, die Menge Q, also die Menge aller Zustände hier. Naja, das wird jetzt, ich verrate Ihnen jetzt was. Also man lässt die geschweiften Klammern irgendwann weg, sondern man hängt einfach nur die Zustandsbezeichnung direkt hintereinander. Ne? Also ich habe hier jetzt vier Zustände, die heißen Q0, Q0, Q1, Q2, Q3 und so schreibt man es dann auch eigentlich in die Kringel rein, ne? Und Q3. Ohne Mengenklammern, ohne Komma dazwischen. Das sind einfach die Kombinationsmöglichkeiten. Mathematisch gesehen stecken dahinter Teilmengenbetrachtungen. Okay, Startzustand, brauchen wir jetzt hier, da brauchen wir keine Menge angeben von Startzuständen, denn im DFA gibt es ja nur einen einzigen Startzustand, der heißt Q0, den gibt man an. So, dann haben wir wieder eine Überführungsfunktion, die einfach durch den Graphen angegeben wird. Und aber eine Menge von N-Zuständen, ne? Auch ein DFA kann eine Menge von N-Zuständen haben, und das sind die N-Zustände Q2, Q3 und Q3. So. So konstruiert man ganz einfach, ganz schnell einen DFA aus einem NFA.